Amis Deutschland, Hartz IV. Ich bin auf der Jagd nach dem bunten Papier. Ich bin Nico, ich bekomme 449 Euro vom Jobcenter. Weil ich der Krasseste bin, habe ich keinen 0815-Job nötig. Weh, weh, Ulm West. Der Hartz-IV-Empfänger wohnt unweit der Ulmer Innenstadt. Seit 3 Jahren hat er hier eine Mietwohnung, die das Jobcenter finanziert. Es ist mittlerweile seine 8. Als wir ihn besuchen, sieht es bei ihm jedoch ziemlich leer aus. Hier wohnst du? Ja, mehr oder ob man das Wohnen nennen kann, weiß ich nicht so genau. Ich hause hier aktuell, ja. Ist auch mein letzter Tag hier. Morgen ist Wohnungsübergabe. Wie kommt's? Ja, viele Probleme hier in dieser Wohnung gehabt. Ich habe teilweise keine Post bekommen. Also das ist ein großer Klingelkasten und meiner ist separiert. Und der Postbote, der hat teilweise wirklich meine Briefe zurückgeschickt. Und deshalb habe ich gesagt, ich kündige das, koste was wolle. Egal, welche Konsequenzen das hat. Das ist ein Grund für dich, deine Wohnung aufzugeben? Ja, natürlich. Es gibt ja auch Konsequenzen dann irgendwann von Firmen und so. Die sagen, sind sie verzogen, sind sie das, sind sie das. Ja? Das Jobcenter sagt mir, wohnen sie da überhaupt noch? Das Amt zahlt 450 Euro Miete für die etwa 30 Quadratmeter große Einzimmerwohnung. Früher hat hier der Hausmeister gelebt. Und auch diese Klingelei mitten in der Nacht und so. Stell mal vor, mitten in der Nacht klingeln Leute an der Tür. Irgendwelche Pizzafahrer oder Nachbarn oder weiß Gott was. Die fragen mich, sind sie der Hausmeister? Ja, sehe ich aus wie ein f***ter Hausmeister oder was? Also Entschuldigung, ja. Die Dicke, die klingeln hier, sagen, mach mal die Tür bitte auf. Die sagen, mach mal die Tür bitte auf. Digga, geht gar nicht, geht gar nicht. Lass mal, Digga, lass mal, Digga. Antwort auf die Fragen, Schicksal, Digga, Schicksal, Digga. Ja, mein Plan ist es jetzt erstmal aus der Wohnung rauszugehen, mich beim Amt wohnungslos zu melden. Weil das gibt mir halt dann auch die Berechtigung, mich durch die Wohnungslosigkeit mich in jedem beliebigen Jobcenter anzumelden. Und da ich Ulm eh verlassen möchte, trifft sich das dann ja, ganz gut. Ja, das ist halt leider so, dass ich diesen Schritt gehen muss mit dieser Wohnungslosigkeit, da bei mir ansonsten keine Gründe für einen Umzug vorliegen und ich das sonst nicht genehmigt bekommen würde. Und von daher ist das meine einzige Option, ja, leider. Es gäbe ja noch eine andere Option. Die wäre? Arbeiten. Ergibt keinen Sinn. Hast du schon mal gearbeitet? Ja, würde ich jetzt so nicht nennen. Also ich war mal so ein halbes Jahr in so einem Casino. Aber arbeiten war das jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Geld gewechselt, ein bisschen Zigarette geraucht, Handy gespielt. Gearbeitet würde ich das jetzt nicht nennen. Ich bin mein eigener Herr. So, ich nutze die Mittel, die Deutschland mir zur Verfügung stellt. Ja. In seinem Fall bedeutet das neben der übernommenen Miete noch 449 Euro, die er monatlich vom Jobcenter bekommt. Ich sage zu Leuten, die arbeiten, frage ich mich, warum die das machen. Für das bisschen Geld mehr jeden Tag so einen Aufwand auf sich zu nehmen, weiß ich nicht. Also das müssen Menschen sein, die ein sehr langweiliges Leben sonst führen, die sagen, ohne Arbeit weiß ich nicht, was ich zu tun habe. Ja, Digga, dann such dir Hobbys. Nico hat viel Freizeit. Bewerbungen hat er seit Jahren nicht geschrieben. Sein Alltag ist geprägt von Cannabis und Alkohol. Wie viel konsumierst du? Ja, in der Woche vielleicht 30, 40 Bier. So. Und kiffen tue ich natürlich täglich. Ne? Wie viel? Ja, immer eigentlich, von morgens bis abends. Ja. Also gibt es kein Limit. So. Wovon bezahlst du das? Es kommt mir irgendwie so zugeflogen, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht, also wirklich, ich gebe kein Geld dafür aus. Das fliegt mir wirklich so, das ist mein Umfeld wahrscheinlich. Da liegt was, der gibt was, der gibt was. Und dann. Ja, genau. Wie er seinen gefährlichen Drogenkonsum finanziert, scheint er nicht verraten zu wollen. Fest steht jedoch, dass er bald seine letzte Nacht in dieser Wohnung verbringen wird. So ist die Lage halt aktuell. Alles ziemlich madig, Digga, weil das alles so meinen Kopf fickt.
Also wirklich, ernsthaft. Das ist alles so, so madig. Ich chill hier wie der letzte Chunky, ja. Und ja, ich packe jetzt noch ein bisschen meine Sachen zusammen. Nehme noch alles mit, dass die Wohnung dann leer ist. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall noch was ins Lager bringen. Meine Möbel habe ich alle schon eingelagert in einen Lagercontainer. Und da bezahle ich 80 Euro dafür im Monat. Das zahle ich aus eigener Tasche. Fürs Erste wird er ab morgen bei seinem Großvater in Ulm unterkommen. Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitslosenquote der Ruhrgebietsmetropole ist mit über 11% doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Hier treffen wir die 47-jährige Bianca und ihre beiden Kinder, die 10 Jahre alte Hanna und ihren Zwillingsbruder Benjamin. Ich bin alleinerziehend und im Moment leben wir von meinem Minijob und Hartz IV von 1.293 Euro. Bianca ist fest entschlossen, ihrer dreiköpfigen Familie schon bald ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein und möchte ihnen vieles ermöglichen. Und deswegen suche ich einen Zweitjob. Obwohl das Geld immer knapp ist, möchte sie ihren Kindern die Sommerferien zumindest etwas verschönern. Dazu hat sich die Hartz-IV-Empfängerin eine besondere Aktion einfallen lassen. Heute möchte ich mit den Kindern zelten, eine kleine Überraschung, weil wir nicht in Urlaub fahren. Und Urlaub machen generell ist ja eigentlich ist viel zu teuer, könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Eure Stange muss jetzt von da nach hier rüber geschoben werden durch den orangenen Stoff. Die letzten Ferien sind wir auf dem Campingplatz gefahren. Diese Ferien geht das nicht. Ja, du weißt ja auch, dass das alles sehr viel Geld kostet und im Moment haben wir ja nicht so viel. Und dafür haben wir ja gesagt, dass wir hier zelten. Also das Thema Geld ist bei uns sehr oft das Thema. Dass es uns dann auch teilweise ärgert, dass man nicht mal so irgendwie mal wegfahren kann. Oder ja, halt wenn man so Ausflüge macht und man gönnt sich dann vielleicht mal was und den Kindern und dann am nächsten Tag ist das Portemonnaie aber leer, dann hat man schon wieder ein schlechtes Gewissen. Also es ist eigentlich jeden Monat hier das Thema. Für die Aufstockerin ist es schwer, den Wünschen ihrer Kinder gerecht zu werden. Denn je älter sie werden, desto größer fallen diese aus. Ich würde gerne mal nach Paris fliegen, weil ich noch nie in Paris war. Dass man ganz neue Sachen sieht. Dass man nicht immer die gleichen sieht. Meint ihr, es wird zeitnah passieren, dass ihr mal nach Paris fliegt? Nein. Nein. Für Mutter Bianca eine schlimme Situation. Wenn die Kinder mit Wünschen zu mir kommen, die ich weiß, schon von vornherein, die ich nicht erfüllen kann, da habe ich ein sehr schlechtes Gewissen. Und ich versuche es trotzdem irgendwie vielleicht auch, aber ja, manchmal geht es dann halt nicht. Ja, ich versuche ja immer ein bisschen kreativ zu sein. Und ich lasse mir eigentlich immer irgendwas einfallen, was so ein bisschen mal aus dem ganzen Alltag auch rauskommt. So Kleinigkeiten mit dem Fahrrad, einfach eine Picknickdecke. Ich kannte das auch nicht als Kind, so Ausflüge oder sowas. Ich kann mich einmal erinnern, dass meine Mutter mit uns mal im Schwimmbad war, im Freibad. Aber das ist auch so alles, an was ich mich erinnern kann. Also ich möchte nicht, dass sie so aufwachsen wie ich. Ich habe immer selbst Kinder beneidet, die, wenn wir Schulschluss hatten, die nach Hause gegangen sind und die Mittagessen auf dem Tisch hatten, weil sowas gab es bei uns auch nicht. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich einen Job finde, wo es auch mit den Zeiten der Kinder passt, dass sie nicht alleine sind. So wie ich früher halt. Die Alleinerziehende tut, was sie kann, um den beiden auch mit einfachen Mitteln etwas zu bieten. In Ulm begleiten wir den 26-jährigen Nico. Morgen findet die Übergabe seiner Mietwohnung statt. Vorher möchte er seine letzten Sachen in einen etwa 30 Kilometer entfernten angemieteten Container bringen. Also ich habe mir nicht immer ein Ticket geholt. Ich bin auch öfters schwarz gefahren. Bin jetzt aber schon dreimal schwarz gefahren und ab dem vierten Mal gibt es dann eben die Anzeige. Das ist so diese Toleranz. Dreimal zahlst du eine Strafe und ab dem vierten Mal kommt dann die Anzeige und die möchte ich auf keinen Fall riskieren. Das Erschleichen von Leistungen nennt sich das. Kannst du Knast gehen dafür, auf jeden Fall.
Deshalb legaler Style Ticket holen. Das Schleichen von Leistungen ist nicht die einzigste Sache, die ich auf dem Kerbholz habe. Ich habe gefälschte iPhones im Darknet bestellt und die auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Und ja, mehrere Drogendelikte halt auch auf jeden Fall. Hast du schon im Knast? Also ich war insgesamt 2 Wochen circa in Untersuchungshaft. Ja, ist jetzt kein langer Zeitraum, kann man schon überstehen. Und ja. Wie ist es da so? Madig. Ja. Kein Bierchen, kein Joint, kein Internet. Ich kam da rein, war ein, das war nicht mal ein Bett, Digga, das kam aus dem Mauerwerk, war so eine Fläche, war so richtig chunky Matratze, ja, schlimmer als in meiner Wohnung. So, ne, so aus, das hat sich angefühlt wie Styropor, diese gelbe Stoff, die Leute wissen. Und kleines WC ohne Sitz, ohne Deckel, das aus der Wand rauskam. Das war alles. Trotz der schlimmen Erfahrung hatte die Untersuchungshaft nur bedingt eine abschreckende Wirkung auf den 26-Jährigen. In der normalen JVA gibt es dann gewisse Luxusgüter, die du haben kannst. Du kannst dir Essen kaufen, du kannst dir einen Fernseher holen, Zigaretten holen. Du kannst da ganz okay chillen, finde ich, aber ja, in der Untersuchungshaft ist halt noch räudig so. Da hast du weniger am Start auf jeden Fall. Also ist Knast in Deutschland eigentlich zu nett? Ja, Knast in Deutschland ist nichts. Ja, ist, bei uns in der Region wird man sagen, das ist ein Kasperles Theater da, das ist lächerlich, ja. Geh mal nach, ich kenne einen, der war Albanien im Knast, frag den mal. Gab es irgendwie einen Moment in der Untersuchungshaft, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt muss ich halt mit dem Quatsch hier mal aufhören? Nein. Dann ist dir alles egal, irgendwann. Da kommst du in diesen Modus. Scheiß du auf alles, Mann. Ich hatte gar nichts mehr zu verlieren. Ja. Wie lange ist das her? Gut, ich war so 18, 19 war ich da, jetzt bin ich 26. Paar Jährchen. Also du hast jetzt nicht danach gedacht, irgendwie so, das darf nicht nochmal passieren? Ich kann das nicht kontrollieren, ob es nochmal passiert. Wenn ich nichts zu fressen habe, ich hole mir was zu fressen. Wenn ich kein Geld habe, ich hole mir Geld. So. Wenn ich nichts habe, ich habe ja einen gewissen Lebensstandard. So. Ja, man muss tun, was man tun muss. Wie holt man sich Geld? Viele Wege. Das Geld liegt auf der Straße, du musst es nur finden. Oder jemandem abnehmen? Vielleicht. Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen, das ist traurigerweise nichts für Nico.